Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind wieder am Start mit unserer, Katastrophenstadt aktuell. Geldtechnisch sieht das immer noch nicht gut aus. Wir sind bei minus 550.000 und müssen mal gucken, wie wir da jetzt rauskommen. Ne? Wir sind jetzt ordentlich im Minus mittlerweile, was wir ja gesagt haben, wir können hier gegebenenfalls nochmal aktiv werden. Haben ja ein paar Gewerbestandorte. Die wären natürlich immer super im Wohngebiet und dementsprechend habe ich da jetzt auch mal eine Idee. Können wir hier noch mal ein paar hinpflastern eigentlich? Das könnte hier sogar ganz gut passen. Und auch hier oben vielleicht. Denke, auch hier kann man noch mal den einen oder anderen kleinen Markt anbringen. So, hier drüben brauchen wir nicht so viel. Hier hinten geht es vielleicht nochmal. Da können wir uns ja hier immer so einzelne kleine Lädchen hinmachen vielleicht. So, und dann ist die Frage, was machen wir mit hier oben? Die Büros sind ja aktuell noch nicht so beliebt. Wir haben jetzt hier nochmal das Busdepot. Ich denke sogar fast, man könnte da sogar noch mal Industrien bauen, vielleicht irgendwas Textilfaseranbau. Wollen wir den hier noch mal mit reinbauen? Ich könnte es eigentlich sogar vorstellen, dass das Ganze funktioniert. Da an die Grenze. Wo ist der jetzt überlappend? So sollte es eigentlich passen, ne? Ja. Gehen wir uns da mal kurz raus. Mal bis hier raus. Da raus. Und gut ist. So, jetzt würde ich das aber trotzdem mal ganz gerne anpassen. Eine Straße, was? Wo muss denn der die Straße haben? Hat er doch hier, ne? Ja, jetzt aber. So, dann ziehen wir den einmal hier noch mal raus. Daraus machen wir das jetzt noch mal richtig. Wir ziehen den einmal bis da komplett. Nee, das will er nicht. Hier, ja, das geht schon mal. Hier können wir einmal rausziehen und dann da eben ein Stück weit ausbauen, den bis hier runter, und den hier rein. Einmal weiter die Linie lang. Der kann bis da unten rein, der kann bis hier rein. Ganz nach unten kann er noch nicht. Aber das kriegen wir auch noch hin. Der muss nämlich dann. So, langsam. Aber sicher kommen wir ans Ziel. Und zwar da ist das Ziel. Der so auch nochmal rausgezogen wird. So, haben wir hier ein bisschen Textilfaseranbau. Hier an der Seite geht es natürlich auch nochmal besser. Ich glaube, so ist es okay. Passt da einigermaßen hin. Man kann mit arbeiten. Wir könnten theoretisch hier dann sogar nochmal etwas Gewerbe hinbauen, einmal außenrum. Da machen wir hier hinten nochmal so ein kleines Gewerbegebiet vielleicht sogar. Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So. Das. Da drauf, da drauf.
Das da. Wir können nochmal ein ordentlicher Zug gehen. So, dann haben wir da nochmal ein kleines Gewerbegebiet. Einfach am Rand von Outlet City. Wir können das eigentlich sogar. Wobei, wir müssen das jetzt erstmal nicht ganz vorziehen. Common Groceries hat einen neuen Standort, das ist ganz schön. Geldtechnisch wird es nicht unbedingt besser aktuell. Ja. Gut, wir können weiterhin Gewerbe, klar. Könnten wir weiterhin bauen. Aber macht gerade wenig Sinn. Beziehungsweise ich wüsste gerade nicht unbedingt wo, außer dass wir hier weitere Gewerbereien bauen, aber das ist scheinbar nicht so beliebt, wie es aussieht. Ja. Gut. Theoretisch kann man hier aber. Hier weitere Häuser hinbauen. So. War da auch noch jemand? Hier vorne auch noch mal so ein paar rein. Gegebenenfalls hat da auch noch mal jemand Lust zu bauen. Und dann heißt das natürlich für uns auch, hier zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Gewerbe noch mit einzustreuen. So. Habe ich hier sogar. Können wir stückweise ein bisschen ausbauen. So, und dann gucken wir mal. Schauen wir uns das an, was das wird. Das hier stört mich. Ich denke, wir werden sogar hier noch mal ein bisschen weiter runter. Telekommunikation ist gerade nicht so wichtig. Da können wir noch einiges einsparen. Aber in Parks geht es noch ein bisschen runter. Geht natürlich dann alles aktuell zu Lasten der Bürger. Aber man muss halt irgendwie auch gucken, dass man fortbesteht. Da hat man ein Problem. Dienstleistungsgebühr, die können wir hoch machen und dann. Gut, ich meine, nee, brauchen wir gerade nicht. Da sollen wir die leicht anheben. Nee, das ist. Ja, wir lassen das mal bei den Straßen, die brauchen wir aktuell auch. Produktion, wie sieht's aus? Hier Hühner, Rein etc. Das fehlt alles. Auch hier fehlt uns nach wie vor Petrochemikalien. Bekommen wir aus Weizen und aus Öl, aber scheinbar kriegen wir nicht genug Öl und Nahrung fehlt auch. Okay. Das heißt also, wir müssen weiter. Ja, am besten brauchen wir nochmal ein landwirtschaftliches Gebiet, würde ich fast sagen. Heißt, wir haben hier vorne die Fläche, die ist quasi mitten. Die ist direkt am Zug, was aber an sich gar nicht mal so schlimm wäre. Man kann das ja eigentlich um den Zug rumbauen. Wie sieht denn hier das Terrain aus? Da ist halt wieder so, ne? Und wir brauchen eigentlich auch Geld. Allerdings müssen wir wahrscheinlich eh einen Kredit aufnehmen, dass wir hier wieder weiterkommen. Ja. Und hier wäre noch eine Waldfläche, die man nutzen könnte, wobei wir da halt die Stadt gerade haben. Und da wäre dann wieder Wald. Oder wir nutzen eben diese Ecke hier nochmal rein zum Anbauen. Das würde auch gehen. Wir haben hier vorne auch nochmal eine Riesenfläche. Da lasst uns. Nee, warte mal, wir machen das anders. Lasst uns hier nochmal große Felder hinsetzen. Hier haben wir eh schon fast alles eingeebnet. Also ist schon von Natur aus eingeebnet quasi. Und dann lass uns das einmal fertig machen. So, hier schön, das kann da an der Straße langlaufen, das ist okay.
So. Sieht nach was aus. Gut, und dann kriegen wir nämlich hier schöne Felderchen hin. Wir haben kein Geld. Stimmt, wir müssen natürlich erst ein weiteres Darlehen aufnehmen. Kosten in die Straßen. Nicht ganz so viel, ne? Das heißt, die könnten wir mit ein bisschen zahlen. Wir haben halt heftige Zinssätze jetzt, ne? 1 Million aufnehmen. Reicht uns 200.000 erstmal? Ja, aber dann lass uns gleich bauen. So. Hier kommen nämlich unsere neue Farm hin quasi. Möchte ich gerne mit 2 Zugängen haben. Und dann wird der Platz hier optimal ausgereizt. Na, Visa gerade hier. So. Ist das einmal wieder 90 Grad. Hier 90 Grad, so, dann haben wir hier keine ganz 90 Grad. Also was baue ich denn hier gerade? Naja, wobei wir können es ja gleich, ändern. Ich will die natürlich nicht ganz so dick haben. Hier rein, da rein, so. Aber wir setzen das alles hier erstmal mit denen. Hier bam. So, dann haben wir das so von den beiden Straßen führen jeweils einmal hier durch, wobei die schräg, aber das ist noch okay. Der sitzt da in der Ecke. Ja, ist okay vom Layout her. Und dann würde ich hier nochmal ein zentral und leicht abgeschrägt durchziehen. So. Ne, es ist irgendwie nicht. Ne, es ist nicht schön, ne? Gefällt mir nicht. Die Straße wollte ich jetzt nicht unbedingt löschen, aber gut. Wir machen die mal kurz wieder hin. Die hier. So. Und dann würde ich fast sagen, bauen wir das Viereck erst und dann das Ganze hinterher. Wobei wir können das eigentlich gleich mit diesem Gitter bauen, ne? Nee, er klickt. So, angenommen, wir haben hier, nehmen uns hier unten das als Ecke. Hier. Und da. Das dann so hier hoch. So, in dem Style würde ich es machen. Hier kann das eigentlich so bleiben, da auch. Hier würde ich fast sagen, kommt natürlich drauf an, was wir dann hier für eine Distanz haben. Hier haben wir 90 Grad, 96 Meter. Das wird hier ein bisschen enger, aber dann machen wir hier nochmal so ein kleineres Eck. So,
Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Dann haben wir da einiges zu bebauen. Ich würde fast die mittleren rausnehmen. Wobei. Ne, wir nehmen nicht die mittleren raus. Wir nehmen das hier raus. Und das hier oben. So. Und dann haben wir hier einmal eine Querverbindung. Und hier vorne gleich. So. Dann sieht das ein bisschen nach was aus. Hier haben wir ein bisschen reingeschissen wegen der Erde. Das heißt, auch das wird nochmal kurz aufgebessert. Passt wieder. Dann einmal hier raus und da rein. So, das passt. So, und die hier können wir eigentlich zwischendrin auch rausnehmen dann. Und jetzt können wir hier mal kurz nochmal schauen, was wir brauchen. An Produktion, vor allem Nahrungsmittel, Hühner, also Nutztiere, Gemüse brauchen wir. Ja, Gemüse und Nutztiere. So. Mal hier. Hier hinten ist ein bisschen fruchtbares Land. Das soll natürlich genutzt werden. Neues Gebäude verfügbar. Aus der Milchproduktion. Okay. Da können wir uns dann später drum kümmern. Da können wir auf jeden Fall das schöne Viereck gleich voll machen. Das ist jetzt natürlich super. Perfekt. Dann nebenan machen wir jetzt auch nochmal Gemüse, würde ich fast sagen. Packen wir da auch nochmal Gemüse hin, dann hier auf der Seite. Muss ich hier erst runter. So, so, so. So. Und hier haben wir das Haus der Milchproduktion. Okay, kann eigentlich auch hier gleich dazu. Das ist ganz gut. Ja, jetzt ist, wobei, da lassen wir es mal. Und die Frage ist, ob wir hier das Layout dann anders nutzen. Mülldeponie können wir jetzt eh noch nicht umziehen lassen. Aber die ist schlecht platziert. Wir müssten hier eigentlich auch noch mal. Ja, wobei. Ja, hier ist super fruchtbares Land. Darf man eigentlich auch nicht außer Acht lassen. Hier oben auch noch mal. Aber gut, können wir jetzt gerade nicht ändern. Wir werden eine weniger effektive Nutztier-Haltung noch machen. So. Bam, 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 bam. So, ohne Ads wollen wir das natürlich. Und hier kommt dann ist die Frage, passt hier normales Gewerbe oder kommt dann hier so umweltverschmutzender, luftverschmutzendes Zeug hin? Wir probieren es mal aus. Wir gucken, was dann hier ankommt. So, hier kann auch noch mal eine schöne Reihe hin. So. Kommt da noch mal. Ja, wir machen noch einen kleinen Textilfaserbau hier hin, oder? Neben die Milchproduktion kann man eigentlich machen. Da, einmal da. Da hoch, da hoch, da hoch. Da hoch. Und da. Der hat wieder keine Straße. Warum? Mach halt so. So, da hoch, da dran, da dran, da dran, da dran. Dann haben wir das auch. Das ist schon mal gut. Hier unten kommt ein bisschen Industrie rein.
Wer hat euch jetzt bei Maito? Ja, weiß ich jetzt nicht. Theoretisch kann hier auch noch mal so ein bisschen was hin. Und hier sowieso. So, außenrum noch ein bisschen Industrie. Die Frage ist halt jetzt, was da genau hinkommt. Alkanes Cracking. Hört sich ein bisschen nach Labor an. Okay, da haben wir unseren Steinbruch. Der sieht jetzt bisher auch noch nicht ganz so gut aus. Wenn wir zumindest das hier mal ein bisschen angleichen. Ja, okay. Wir müssen das vorsichtiger machen. Weil wir haben ja hier den Steinbruch, nicht, dass uns das passiert, was mit der Müllkippe passiert ist. Wir kriegen das hier aber nicht geändert, ne? Wenn ich jetzt hier das wieder flach ziehe, oder war das einfach ein Bug? Ne, der zieht das wieder hoch. Warum auch immer. Ach man, das ist echt schade. Ich nehme das hier mal alles ganz, ganz sorgfältig wieder. Ja, da kümmern wir uns später drum. So, wie sieht's aus? Geldtechnisch, klar, das wird nicht viel besser. Wie sieht's aber hier produktionstechnisch aus? Jetzt sind wir noch weiter im Defizit. Ich check's nicht ganz. Also hier bin ich noch nicht so ganz mit warm geworden. Hallo, ich würde gerne irgendwo wohnen. Walter, wir folgen dir mal und gucken mal, ob du noch zu Hause findest. Mal gucken, ob du es schaffst. Wo wohnst du denn gerade, ha? In der Amselstraße. Ist doch schön. Ist doch sehr schön im Hochhausblock in Rosenau. Top, top Laden. Smog ist einfach unerträglich, das ist mir egal. Juckt mich gerade nicht. Wir können hier aber nochmal eine Klinik. Ein Krematorium kostet so viel, 240.000. Okay, damit kommen wir gerade nicht hin. Hier werde ich jetzt mal ganz kurz nochmal Industrie, beziehungsweise wir grenzen das hier einmal kurz ab. Läuft hier quasi an der Straße entlang. Da und da. Das sind die irgendein Hof oder Höfe. Das sind die Autobahnhöfe. So. Weil die eben zwischen den ganzen Verkehrsanbindungen hier liegen. Aber ist halt so. Geschlossene Wohnanlage, Lastenverkehrverbot, Recycling, Wasser- und Parkgebühr, bewusster Energieverbrauch. Na, da bringt das jetzt alles nichts, aber was können wir hier machen? Definiert den Bereich der Industriespezialisierung. Ja, das macht ja keinen Sinn hier. Ich check's nicht ganz genau. Aber gut. Ist jetzt erstmal egal, wir haben die Milchhofhöfe Produkt, wie auch immer. Upgraden können wir da aktuell nicht. Wie sieht es hier eigentlich aus? Funktioniert im Wasser, bin ich nach wie vor ein bisschen vorsichtig. Da ist die Quelle gefühlt bald aufgebraucht. Aber noch funktioniert alles. Hier können wir nochmal eine zusätzliche Pumpe bauen. Würde ich vielleicht sogar gerade machen. Kriegen wir ein bisschen mehr Wasser. Wie sieht es stromtechnisch? Sieht es, glaube ich, auch noch ziemlich gut aus, ne? Da haben wir echt keine Probleme, ja. Stromhandel sind wir noch nicht eingestiegen. Gut. Ja, was machen wir jetzt weiter? Wie sieht es aus mit unserem Verkehr?
wird das weiter, also das nutzen auf jeden Fall einige Bürger, das ist schon mal gut. Werden auch immer mehr, habe ich es gefühlt. Sehr gut. Die Zugverbindung, genau. Lass uns da mal ganz kurz reinschauen. Das Problem ist halt, wir haben einen einzigen Punkt. Ich weiß halt nicht genau, wer da jetzt ankommt. Wir nennen es jetzt einfach mal die S1, ist das ja dann. S1 ins Outback. Fertig. So. Keine Ahnung, ob da was passiert. Wir brauchen natürlich dann noch einen zweiten, dritten Bahnhof etc. Aber das kommt alles noch. Das kommt jetzt noch nicht. Haben wir hier jetzt irgendwas vielleicht mal, was uns noch weiterhilft? Gerade vielleicht hier Rathaus, Unterkunft, Rasenbahn, Wasser, Luft, das hilft uns gerade alles nicht. Parks auch nicht wirklich, Post sortier, selber fahren. Nee, eine Uni, weiß jetzt gerade auch nicht, Müllverbrennungsanlage. Ja, nee, gerade sehe ich gerade auch nicht. Moderne Wasserpumpstation, Oberflächenwasser, hydroelektrisches Kraftwerk, Solarkraftwerk. Wäre auch noch mal eine Option, aber weiß nicht, ob das jetzt der Weg aktuell ist. Nee, sehe ich gerade nichts, was wir irgendwie brauchen könnten, ne? Ein Upgrade können wir gebrauchen, um ein bisschen Geld wieder zu haben. Oder halt einfach unsere Finanzen in den Griff bekommen. Wenn hier, wartet mal, hier hatten wir auch noch mal kurz weiteres fruchtbares Land, ne? Dann würde ich fast sagen, nutzen wir das Ganze, ziehen hier einfach noch mal, machen es uns einfach das Ding raus. So. Und das hier einmal wieder. So, ungefähr so. Dann haben wir das hier. Dann kann hier nämlich die eine Straße reinführen. Das könnte sogar ganz gut passen. Führt hier leicht den Bogen hoch. Kurz geradeaus. Und dann kriegen wir die hier irgendwie vorne rein. Das wäre es sogar. Ja, okay. Okay. So. Und dann würde ich fast wieder mit, können wir sogar mit Schotterstraßen arbeiten. Im Prinzip wird es ja einfach nur. Ich glaube, die können wir sogar einfach gerade durchziehen hier. Ja, im Prinzip wird das ja nur landwirtschaftliche Nutzfläche. Und nehmen wir hier nochmal einen Weg hoch. So. Das heißt, wir haben jetzt genau welche Region. Die Büros haben wir, dann da oben ein Teil und da noch einen ganz kleinen. Okay. Das heißt, wir müssen einmal hier das komplette Ding wegmachen. Die Häuser müssen leider abgerissen werden. Und dafür kommen hier einiges an Farmen hin. Wir haben aktuell, das ist Gemüse, das ist Getreide, Getreide, Getreide,
Gemüse, 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 Nutztiere. Okay, wir bauen ein bisschen Getreide nochmal. Das heißt, okay. Eine Sache habe ich nicht beachtet, und zwar das Ganze hier ist zu kurz angesetzt. Das läuft dann einmal hier und einmal hier. Das kommt raus. Und jetzt aber. Einmal hätte ich ganz gerne Getreide, am besten hier vorne. Dann das gleich hin. Ist das richtig? Ja, ne? So. So, das geht quasi, auch wenn es nicht mehr ganz so effektiv ist, bis nach hier vorne. Und ich würde sagen, bis ungefähr hier. So, da haben wir Getreide. Haben dann auf der anderen Seite hier nochmal ein bisschen Nutztiere. Mal hier rein. Dann geht das hier gerade die Linie lang. So. Das ist super. Jetzt ist die Frage, hier oben noch ein bisschen. Das nehmen wir dann auch noch mal mit. Nutzen das aus und hauen uns da noch mal, ja, auch noch mal Nutztiere hin. Das heißt, einmal hier rein. Und hier ganz nach oben. Dann die Straße entlang. Bam. Haben wir das, ob wir die kleine Ecke, ja, wobei die ist sogar dabei. Genau, und dann können wir von mir aus die Büros, die wir abgerissen hatten, können dann einmal hier wieder hin. Da kommt noch ein kleines Ding hin. Hier, hier. Hier. Ah, da kann auch noch. So, hier kann von mir aus ein bisschen Gewerbe. Und da an den Rand würde ich dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen was bauen. Und zwar so, so. So, das kann auch noch durch, das kann auch noch, hier sogar ein bisschen größer, da, und dann säumt es das Ganze so eigentlich so ein bisschen ein, ne, ist glaube ich okay. So, dann hat man das Ganze, heißt aber auch gleichzeitig, Bergfelde wird natürlich erweitert. Weil sogar. Ah. Ja, Rosenau würde ich fast sogar ein bisschen verkleinern dann. Und dadurch geht nämlich Bergfelde bis hier oben. So, sehr schön. Wie sieht's aus? Was wird hier unten gebaut? Das sind dann aber auch angepasste. Das ist sehr gut. Reinbeton. Ja, gut, das ist jetzt nicht. Lagert Rohöl. Naja, es ist so ein bisschen durcheinander. Benötigt Mineralien, Kunststoff. Jetzt hier zum Beispiel was mache, aber damit kann ich nichts machen. Ich check noch nicht genau, was ich damit jetzt mache, aber gut. Werden wir noch lernen, zahlreiche offene Stellen, ja, Philipp. Das braucht, wie gesagt, Bergfelder haben wir jetzt erweitert. Wir haben unsere Autobahnhöfe noch gebaut. Und
Ja, aus der Milch ist das, das Lernen kann gemietet werden. Okay, wie sieht's aus mit Geld? Es wird besser, sehr, sehr langsam, aber es wird. Und das, obwohl wir noch einen Kredit aufgenommen haben. Also von daher, prinzipiell sieht das ganz gut aus. Hier könnten wir gegebenenfalls Uferstadt nochmal erweitern. Wobei es da dann irgendwann aufhört, ich würde fast sagen, hier hinten. Ja, ich glaube, wir expandieren nächste Folge hierhin. Bauen hier unsere Waldindustriegebiet und gegebenenfalls Rosenau wird noch hier ein bisschen ausgebaut. Ich glaube, das könnte passen. Ja. Oder wir müssen, beziehungsweise, ja, wo können wir weiter besiedeln? Outlet City ist schwierig zu besiedeln, würde ich sagen. Hier, na, ist auch nicht optimal. Hier wäre auch nur so ein kleines. Wir könnten hier natürlich rüber. Hier können wir noch mal ein paar schöne Häuschen bauen. Ja. Okay, das ist der Plan. Hier oben Waldindustrie und hier noch mal eine kleine Ortschaft. Sehr gut. Damit kann ich leben. Das Zugdepot ist natürlich noch nicht angeschlossen, nicht genügend Strom etc. Ja. Naja. Auch noch so ein Punkt, der auf der Liste steht. Und, ach genau, das wollte ich jetzt mal ganz kurz reinschauen. Hat unsere kleine Zugstrecke überhaupt was gebracht? Es waren keine Passagiere. Ja, die ist, glaube ich, Trash auch. Na, die macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Okay, in dem Sinne, Freunde, würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ich sehe, wir sind wieder bei minus 500. Ja, es ist nach wie vor schwierig, aber wir kriegen das hin. Irgendwie wird das schon klappen. In dem Sinne, Freunde, haut rein, wir sehen uns nächste Folge.